Guten Tag, liebe Freunde von Schoner Autobrokers International in Fort Lauderdale, Florida. Hier nach anderthalb Jahre Wartezeit, schließlich für einen unserer Schweizer Kunden, eine wunderschöne 2022er, wir haben eine 20er bestellt, Corvette C8 Cabrio. Das Ganze in klassischen Torch Red und schwarzen Interieur. Das Fahrzeug ist vollst ausgestattet in 3LT Trim, hat das Z51 Sportpaket. Wie gesagt, das ist das Cabrio, die Felgen mit Carbon Flash, die Bremssättel in Wagenfarbe, Außenspiegel Carbon Flash. Also eine wirklich ganz tolle Zusammenstellung vom Kunden so ausgesucht. Wir haben lange drauf gewartet. Dann hören wir uns das ganz kurz an. Die kommen serienmäßig mit einem Performance-Auspuff. 495 PS, 6,2 Liter Achtzylinder, 8-Gang Automatik. Es gibt keinen Handschalter mehr. Klingt gut. American Muscle. Das ist der normale Heckspoiler, nicht der High. Jetzt haben wir hier hinten einen kleinen Kofferraum, da passt auch ein Set Golfschläger rein. Vorne hat er auch noch einen Kofferraum, sogenannten Trunk. Versuchen jetzt mal so ein bisschen in die Nähe des Motors zu kommen. Das ist nicht so einfach bei der, vor allen Dingen beim Cabrio. Bei dem Coupé kann man ja den Motor schön sehen. Und beim Cabrio ist das abgedeckt. Da braucht man dann von 18 Schrauben aufmachen. Das ist das Verdeck, wie es sich schließt. Wir lassen jetzt erstmal so in der Mitte. So ist es ganz gut. Und dann kann man hier mal reinschauen. Und das sind die Schrauben, von denen ich gesprochen habe. Darunter befindet sich der Motor. Aber wir haben, und das ist glaube ich das Wichtige, hier den Zugang für Ölbett-Dipstick. Und so hat man dann den Zugang, wenn man am Motor arbeiten will, da muss man halt dieses Panel abbauen. Da füllt man Motoröl auf, würde ich sagen. Nicht unbedingt wartungsfreundlich, aber naja, ich sag mal, die meisten, die so ein Auto fahren, geben das Ding bei Chevrolet zum Service ab und das war's dann. Aber toll gemacht, das elektrische Verdeck, ganz stark. Sound ist auch sehr gut, wie man sehen kann, sehr kurz vorne. Ne? Von der Länge her. Und das ist ja die erste Corvette mit dem Mittelmotor. Also der Motor ist nicht mehr vorne, das haben wir vorne auch noch einen kleinen Kofferraum, den sogenannten Trunk. Den schauen wir uns auch noch mal an. LED-Lichter, volle Front, rundum Kameras, eh klar. Hier der vordere, so wie beim 911er oder beim Tesla. Steigen wir hier mal ein. 3LT Vollausstattung. Leder. Das sind die GT2 Sitze. Dann ein Bose Performance Sound System mit vielen Lautsprechern. Memory Sitze. Wir haben alle Sicherheitssysteme, die so gang und gäbe sind mittlerweile. Man kann eigentlich ganz gut ein- und aussteigen. Hier viele Funktionen zu sehen. MacMiRide, das Sportfahrwerk. Das hier sind die Gänge. Das ist eine Automatik. Hier kann man auch Fahrmodi ändern. Ganz neues Fahrzeug. Eigentlich hier sind Carbon-Elemente zu sehen.
Auch toll ist der Rückspiegel. Der ist stellt sich um auf LCD. Hier die Rückfahrkamera. Hier wieder auf Park. Weiteres LCD-Display abgeflacht. Also Sportlenkrad mit Schaltbütten, 8-Gang-Automatik, Bluetooth etc. Blindspot-Monitor. Ist alles da. Das Auto hat alles, was man braucht. Mir fällt nichts ein, was dem Wagen fehlt. Und ich finde, der Kunde hat hier wirklich toll zusammengestellt und freut sich auch schon sehr auf sein Fahrzeug. Ein Wahnsinns-Cabrio. Und deshalb wünschen wir, das Team von Schoner Autowoch, aus Ihnen, lieber Kunde in der Schweiz, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrer 2022er Chevrolet Corvette Cabrio in Torch Red und Leder Alcantara Schwarz 3LT Z51 Magnaride Liftachsensystem Carbon Flash etc. Fully loaded. Viel Spaß. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Speditionspartner befinden, bewegen das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Und von dort geht es dann auf die Reise nach Bremerhaven. In Bremerhaven wird das Fahrzeug dann geschlossen weitertransportiert mit T1 Papieren zum Umrüster in die Schweiz für Homologation und MFK. Vielen Dank